Hallo alle zusammen, mein Name ist Silvio Oeser, ich bin Fotograf und Fototrainer. Heute reden wir über das Thema Verschlusszeit und dazu habe ich ein bisschen was aufgebaut für euch und ihr könnt ziemlich gespannt sein, was wir heute machen werden. Viel Spaß! Die Verschlusszeit wirkt zweifach gleich auf dein Foto ein und zwar wird es zum einen heller oder dunkler mit der Verschlusszeit und zum anderen wird dein Foto schärfer oder unscharf mit der entsprechenden Einstellung der Verschlusszeit. Heller oder dunkler? Ganz einfach. Und zwar hast du mit der Einstellung der Verschlusszeit die Vorgabe für deinen Fotochip in der Kamera, wie lange Licht auf den Sensor einfallen soll. Das heißt, wenn du eine Verschlusszeit von einem 100stel wählst, dann fällt nur für einen 100stel der Sekunde Licht auf deinen Sensor der Kamera. Wenn du jetzt 25 Sekunden einstellst, dann folgerichtig, dann kommen 25 Sekunden lang Licht auf deinen Sensor in der Kamera. Typischerweise wird man in der Nacht- oder Astrofotografie längere Verschlusszeiten wählen und am Tag, wenn du gerade Menschen fotografierst oder Landschaften, dann wirst du eher kürzere Verschlusszeiten wählen, weil du nicht so lange den Sensor sozusagen belichten musst. Ich habe für dich mal hier was aufgebaut und zwar möchte ich dir hier zeigen, dass gerade Bewegungen oftmals das Thema sind, warum Fotos unscharf oder scharf sind und mit der richtigen Einstellung der Verschlusszeit kannst du erreichen, dass zum Beispiel Wasser entweder ganz smooth aussieht, wie bei einem Wasserfall. Ich zeige dir hier mal ein Foto, das habe ich letztes Jahr am Harz gemacht, da habe ich eine längere Verschlusszeit gewählt, um das Wasser etwas glatter wirken zu lassen und vor allem auch ein bisschen smoother rüberzubringen. Und hätte ich eine kurze Verschlusszeit gewählt, dann wäre das Wasser eingefroren gewesen im Foto und wäre weniger schön gewesen. Ich denke, diesen Stil wirst du von vielen Fotos kennen und wenn du es noch nicht kennst, probier es einfach mal aus. Wir versuchen jetzt hier zusammen, gemeinsam sozusagen ein Foto zu machen, einmal mit eingefrorenem Wasser und einmal mit etwas smoother in der Wirkung. Und dazu nehme ich meine altbewährte, geliebte 200D zur Hand. Ich gehe in den Live View und ich habe ISO Automatik eingestellt, damit wir uns wirklich nur auf die Verschlusszeit konzentrieren können. Zusätzlich habe ich hier noch etwas Licht dabei, hier an der Schale sozusagen. Und ich werde jetzt gleich Wasser hier reinschütten und zuerst mit einer kurzen Verschlusszeit beginnen, um dir zu zeigen, dass die Bewegung eingefroren wird. Und dann werden wir etwas länger belichten und dann wirst du sehen, dass die Bewegung unschärfer ist. Okay, ich bin jetzt bei Blende 8. Und bei einem 320stel Verschlusszeit bei ISO 3200, das spielt jetzt erstmal keine Rolle, die ISO-Zahl. Und los geht's. Foto 1, Foto 2. So, jetzt siehst du schon bei den Fotos, dass die Bewegung eingefroren ist, dass vor allem auch der Wasserstrahl des Wassers, was ich hier reingeschüttet habe, schon eingefroren ist. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen und länger belichten, ich gehe jetzt mal, ja, ein Fünftel Sekunde. So, und jetzt das gleiche Spiel wieder von vorn, ich schütte wieder Wasser rein und Achtung, zwei Fotos und voilà, also die Bewegung ist unscharf, das Wasser bewegt sich. Und ich habe jetzt auch bewusst den Stabilisator im Objektiv ausgeschalten, um dir ganz clean zu zeigen, wie die Bildwirkung ist. Und ich denke, das erklärt ganz gut, dass es zwei verschiedene Wirkungen hat auf dein Foto, wenn du kürzer oder länger belichtest. Das bedeutet also, dass diese Parameter entscheidet, ob dein Foto scharf ist oder unscharf. Und es entscheidet letztendlich auch, ob dein Foto heller oder dunkler wird. Hätte ich jetzt keine ISO-Automatik drin gehabt, sondern die ISO 100, dann wäre mein Foto mit der 320stel Sekunde in dem ersten Foto viel dunkler gewesen, als bei dem 1/5 Verschlusszeit im zweiten Foto. Das heißt also, hier musst du wieder aufpassen, wie du deine ISO dazu einstellst und natürlich auch die Blende. Wenn du Fragen hast zum Thema Blende oder ISO, schau in meine Videos. Ich habe zu beiden Themen schon bereits ein Video gemacht und da kannst du dir, denke ich, auch ein bisschen Input abholen, was das Thema angeht. Und damit du auch letztendlich komplett verstehst, was Verschlusszeit bedeutet, empfehle ich dir,
rauszugehen zum nächsten Springbrunnen oder an den nächsten Fluss bei dir in der Nähe und einfach mal auszuprobieren, wie denn die dementsprechende Einstellung auf dein Bild wirkt. Das heißt, experimentiere ein bisschen mit einer kürzeren Verschlusszeit und mit einer längeren Verschlusszeit. Das heißt, du machst die Zahl einmal ganz groß, das ist dann kürzer, oder du machst die Zahl kleiner, dann ist die Belichtungszeit länger. Du kannst auf jeden Fall... Ich finde, Wasser bietet sich für sowas immer sehr gut an. Da lernt man relativ schnell verstehen, worum es dabei geht. Und ich glaube, da wird jeder von euch auch ein paar Erkenntnisse herausziehen, wenn er rausgeht und das Ganze ausprobiert. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte etwas leicht und verständlich und vor allem auch sehr kurz und knapp erklären, worum es beim Thema Verschlusszeit geht. Wenn dir das Video gefallen hat und du trotzdem noch ein paar Fragen hast, dann stell sie gerne unter diesem Video in den Kommentaren. Ich antworte immer recht schnell darauf. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts weiter, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, Toncheck. Okay. Hoffentlich klappt das dieses Mal besser. Das irgendwie nach oben zeigt. Ich hoffe, das... Mütze sitzt.